Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, da ja bald Halloween ist, zauber ich euch mal einen richtig coolen Look, wie ich finde. Also ihr könnt das natürlich, wie ihr möchtet, umändern oder ne. Das dient alles nur zur Inspiration. Ich wurde auch inspiriert von diesem Foto hier. Ich weiß leider nicht, wie die Künstlerin heißt. Falls ihr wisst, wie sie heißt, dann schreibt sie mir bitte unten in die Kommentare, damit ich sie in der Infobox verlinken kann. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video und ich hoffe, dass dieser Look euch gefällt. So, starten wir sofort mit diesem Video. Und zwar benutze ich zuerst ein Gesichtsspray und dann benutze ich auch schon meine Foundation. Die verblende ich dann auch schon sofort und danach gebe ich mir auch schon sofort meinen Concealer auf, den ich dann auch sofort verblende und auch sofort fixiere. Mit irgendeinem Puder, das ist eigentlich egal. Das mache ich, um einfach eine gute Grundlage zu haben, um danach einfach weiterzumachen. Ihr könnt natürlich auch die Foundation oder den Concealer komplett weglassen. Aber ich mache das einfach, weil ich finde das Ergebnis dann schöner und ebenmäßiger. Nachdem ich dann alles fixiert habe, fange ich auch schon an, meine Augenbrauen zu machen. Dazu benutze ich einen schwarzen Kajal. Und für dieses Video, also für so einen Look, braucht ihr auf jeden Fall einen schwarzen Kajal. Und ja, ihr seht es ja, ich fülle meine Augenbrauen mit einem schwarzen Kajal aus. Schön, schön dunkel. Und ihr könnt auch gerne sehr feste aufdrücken. Und dann ziehe ich mir auch schon an meine Nase entlang so zwei Striche erstmal. Und dann fange ich an, das quasi zu so einer Spitze zu machen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, also ich mache zuerst die Form und fülle das dann komplett mit schwarzem Kajal wieder aus. Dann gebe ich mir einen schwarzen Kajal auch auf meine Augenlider und verblende das dann so ein bisschen mit meinen Fingern. Dann, nachdem das so ein bisschen verblendet ist, gebe ich mir einen schwarzen Lidschatten auch mit den Fingern da drauf, um es nochmal so ein bisschen zu fixieren und intensiver zu machen. Und das mache ich natürlich auch auf der anderen Seite. Dann setze ich mir noch eine Kontaktlinse ein und fixiere dann das ganze Schwarz nochmal mit einem schwarzen Lidschatten. Wie ihr seht, verwende ich dazu auch einen Pinsel. Und dann gebe ich mir den schwarzen Kajal auch auf meine Wasserlinie und ziehe das auch so ein bisschen runter und fixiere das dann ebenfalls mit einem schwarzen Lidschatten. Dann mache ich mir noch mit dem restlichen Lidschatten, was auf dem Pinsel geblieben ist, zwei so Striche an meinen Augenbrauen. Und dann gebe ich mir auch schon den Glitter Primer in meinen Augeninnenwinkel von NYX, benutze ich den übrigens. Und dann benutze ich ein goldenes Glitzer von Essence und gebe mir das dann da drüber. Genau das gleiche mache ich auch an meinen Augenbrauen, nur dass ich das nur vorne aufgebe. Also ich ziehe das auf jeden Fall nicht bis nach ganz hinten. Dann klebe ich mir Wimpern von Primark auf. Und dann machen wir weiter mit den Lippen. Und zwar fange ich jetzt an, die Zähne quasi zu malen. Beziehungsweise erstmal das Äußere und dann die Zähne. Und da ziehe ich mir so ein paar Striche. Ihr seht ja, was ich da mache. Ich kann das nicht so gut erklären. Das mache ich jedenfalls auf beiden Seiten. Und das fülle ich dann auch wieder mit einem schwarzen Lidschatten aus. Ich finde, das klappt am besten.
Jetzt ziehe ich mir die Zähne und zwar ziehe ich da einfach einen Strich an meiner Lippe, Oberlippe bis zur Unterlippe. Auf meine aufgemalten Zähne gebe ich wieder den NYX Glitter Primer auf und gehe dann mit dem Essence Glitzer wieder entlang, sodass ich quasi glitzernde Zähne habe. Und dann natürlich noch ein bisschen Highlighter. Und dann male ich noch so ein bisschen schwarz an mein Dekolleté. Einfach damit es irgendwie ein bisschen zusammenpasst. Und dann gebe ich mir den NYX Glitter Primer so ein bisschen grob überall auf. Und tupfe dann auch schon das Essence Glitter auf. Und das ist auch schon der Look, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. So Leute, das war's jetzt mit diesem Look. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und natürlich auch über ein kostenloses Abo. Denn Leute, wir müssen jetzt wirklich langsam mal die 2000 Abonnenten knacken. Also abonniert, abonniert, abonniert. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao!